Mach doch mal Gas! Die anderen sind viel schneller! Fahr ordentlich! Sonst wird alles verkauft! Dass nicht immer nur mit Geschrei abgeht, sondern auch ein bisschen Technik, erkläre ich. Schönen guten Tag, mein Name ist Kai Hase, ich bin der Freestyle-Motocross-Fahrer unter den Workaholics. Ich fahre trotzdem ein bisschen Motocross und erkläre euch heute ein bisschen was über die Fahrtechnik und Sitzpositionen auf Motocross-Motorrad. Und zwar sagt man ganz einfach, man setzt sich da ein bisschen rauf, dreht hier so ein bisschen am Gas und dann fährt das Ding schon von alleine, wa? Aber jeder, der schon mal Motocross gefahren ist, der weiß ganz genau, das ist ein bisschen anders. Und zu mir kommen ganz, ganz viele Leute an und sagen, komm, mach doch mal einen Fahrradlehrgang oder einen Trainingslehrgang und erklär mir doch mal ein paar Sachen. Ich möchte schneller fahren und alle sind immer nur auf schneller fahren, schneller fahren, schneller fahren. Aber was ich heute mit euch machen möchte, ist ein bisschen Technik erklären, weil durch die Technik kommt Sicherheit und durch die Sicherheit kommt die Geschwindigkeit und dann könnt ihr schneller fahren. Es ist ganz wichtig beim Motorrad, dass man eine entspannte Steh- und Sitzposition auf dem Motorrad hat. Wir führen das Motorrad nämlich nicht mit den Händen und mit dem Lenker, sondern wir führen unser Motorrad mit den Knien und mit den Füßen. Und wir sagen quasi hiermit, wo wir langfahren. Insgesamt ist es wichtig, dass man zentral auf dem Motorrad stehen kann, so wie ich jetzt, einfach ohne Hände. Man hat die Füße auf den Rasten, man hat die Knie am Motorrad. Man schwebt quasi über dem Motorrad bzw. steht ganz normal ohne irgendwelche große Krafteinwirkung oder Kraftaufwendung und von da an kann man eigentlich in alle Positionen gehen. Ich sehe ganz, ganz viele Hobbyfahrer, die irgendwie hier in den Knien vorne drin hängen und für mich ist jetzt nach ein paar Sekunden ist das schon anstrengend in den Oberschenkeln so zu stehen. Und zwar ist es ganz, ganz wichtig, dass die Füße eng am Motorrad stehen und die Fußballen auf den Rasten abgelegt sind. Während die Knie auch noch Knieschluss zum Motorrad haben. Die Knie müssen möglichst eng und stabil am Motorrad sein, müssen aber trotzdem noch beweglich sein, falls irgendwelche größeren Wellen kommen, dass man trotzdem hin und her gehen kann. Und deswegen sieht man auch ganz, ganz häufig, dass irgendwie Dekore oder die Sticker an Tank und gerade hier hinten am Auspuff an den Plastikteilen ganz doll zerschubbert sind, weil das kommt einfach davon, dass die Leute ganz, ganz engen Knieschluss haben und das Motorrad mit den Knien führen. Die Füße werden am besten auf den Fußballen, auf den Fußrasten positioniert und während die Knie, ich sag mal, in einer geraden Linie nach oben über den Fußrasten sind, ist eigentlich die beste Position, um so im Stehen die Füße und Knie zu positionieren am Motorrad. Noch ein wichtiger Punkt ist der Blick. Ganz viele gucken da vom Kotflügel und wissen aber nicht, was da in 10 Metern in der Kurve passiert. Ich selber muss noch wirklich damit trainieren, wenn ich aus den Kurven rausfahre, nach vorne zu gucken, weil ich selber gucke vielleicht in dem Bereich von 5 Metern nach vorne oder 10 Metern nach vorne. Aber besser wäre es wirklich, wenn mein Blickfeld nach weiter vorne hat. Ich fahre schon über 25 Jahre Motorrad, aber daran hapere ich selber noch. Aber ich weiß, dass die Sichtweise besser ist, wie 1-2 Meter vor meinem Motorrad zu schauen. Also immer schön weit gucken. Wenn wir zum Beispiel auf eine Strecke fahren, ist natürlich das Erste, was wir machen, meistens im Sitzen, manchmal auch im Stehen, aber dazu komme ich gleich. Im Sitzen beschleunigen wir erstmal. Und bevor eure Hand den Gasgriff dreht, sollte euer Oberkörper den Kräften entgegenwirken und nach vorne gehen. So. Also ihr geht erst mit dem Oberkörper nach vorne und dreht dann den Gasgriff auf. Wenn ihr das nicht macht, hängt ihr dran. Müsst euch irgendwie probieren, mit beiden Händen festzuhalten. Da könnt ihr die Knie zusammendrücken, wie ihr wollt. Wenn euer Kopf einmal hinten ist, dann wird es alles nur anstrengender und ihr seid wahrscheinlich nach einer Runde oder zwei Runden K.O., weil ihr
nur noch am Lenker festhaltet und keine Kraft, wenig Kraft habt, noch ein bisschen fahren. Das Gleiche mit der Körperbewegung passiert natürlich auch im Stehen. Wenn wir uns hinstellen und beschleunigen, sollte euer Kopf mindestens vorm Lenker sein, damit ihr nicht einmal hinten runterfällt oder ein Wheelie macht oder das Vorderrad vorne hochkommt, sondern ihr solltet schon mehr Gewicht nach vorne gehen. Ich bin ein Fahrer, der relativ weit vorne steht insgesamt, aber wenn ich beschleunige, merke ich ganz, ganz oft, dass ich meine Beine komplett durchstrecke. Also ich habe meine Beine komplett ausgestreckt und meinen Kopf relativ weit vorne. Nachdem wir beschleunigt haben, wird die lange Gerade kommen, wo ihr euch möglichst zentral auch wieder auf dem Motorrad befinden solltet. Wie gesagt, immer dran denken, dass ihr das Motorrad mit den Knien und mit den Füßen führt. Nicht sinnlos mit dem, oder nicht sinnlos am Lenker festhalten, dass ihr probiert, da irgendwie am Motorrad zu bleiben, weil dadurch entsteht Armpump relativ schnell. Auch das kann auch innerhalb von einer halben Runde passieren oder von drei Kurven passieren. Also lieber mit den Knien festhalten auf den Geraden, nach vorne schauen auf den Geraden, dann wird natürlich irgendwann die nächste Kurve folgen, die wir im bestmöglichen Fall immer im Stehen anfahren, beziehungsweise im Generellen ist es einfach hilfreich, Motocross im Stehen zu fahren. Wenn man zum Beispiel auf alte Fahrer wie Stefan Ewerts schaut oder so, der ist das komplette Rennen nur im Stehen gefahren, der hat sich kaum hingesetzt. Wenn wir dann wieder auf die Kurve drauf zufahren und anfangen zu bremsen, bevor wir bremsen, sollte es wichtig sein, dass wir, ich nenne ihn jetzt mal Entenarsch machen, dass wir weiter zurück vom Motorrad gehen, lockere Ellbogen haben, dass wir trotzdem noch über die kleinen oder größeren Anbremswellen unsere Arme bewegen können. Unser Arsch geht weiter nach hinten. Durch das Anbremsen geht die Gabel tiefer in das Fahrwerk rein. Und dass wir eben kein Stoppi machen und nicht nach vorne über den Lenker uns überschlagen, muss unser gesamtes Körpergewicht weiter nach hinten gehen. So ist die Position zum Anbremsen in die Kurve rein. Wenn ihr den Bremsvorgang abgeschlossen habt, müsst ihr natürlich den Fuß wieder zurückpositionieren. Wenn ihr auf den Scheidepunkt von der Kurve ankommt, solltet ihr euch hinsetzen, genau da zu dem Zeitpunkt im Scheidepunkt den Fuß rausnehmen, das Motorrad umlegen und dann sind wir wieder auf demselben Thema Beschleunigung und da geht der Körper wieder nach vorne. Es gibt natürlich auch Situationen, wo man Kurven nicht im Stehen anfangen kann. Zum Beispiel, weiß ich, oder kenne ich die Strecke in Schengenhorst, da folgen drei Kurven aufeinander und die letzten zwei Kurven, da lohnt es sich fast nicht hinzustellen, um dann zwei Meter danach wieder sich hinzusetzen. Falls ihr so eine Kurve mal habt, könnt ihr selber mal schreiben, auf welchen Strecken die sind. Weil ich habe da noch was vor. Wenn ihr aber wenn ihr im Sitzen zur Kurve fahren müsst, würde ich euch empfehlen, den Oberkörper aufzurichten, dass der relativ weit nach hinten kommt. Die Arme werden dadurch gestreckt. Ihr solltet die Arme sehr doll versteifen. Ihr solltet die jetzt nicht komplett steif machen, dass der Ellbogen vielleicht mal zur anderen Richtung kommt. Aber ich habe meine Ellbogen definitiv schon relativ steif, dass ich Druck in den Lenker geben kann. Und so fahre ich zur Kurve hin. Wenn es denn soweit ist, dass keine Anbremswellen oder keine Unebenheiten mehr kommen, kann man auch die Arme ein bisschen weiter entspannen. Aber insgesamt sollte der Oberkörper schon stramm nach oben bzw. gerade sein. Dann wieder abwarten, bis der Scheitelpunkt kommt. Und dann Thema Beschleunigung, dann sind wir wieder von vorne. Da muss der Oberkörper wieder nach vorne gehen. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. So, jetzt kommen wir zur letzten Sache, die auf einer Strecke passieren kann. Entweder sind größere Wellen oder auch Sprünge, die ihr überwinden müsst. Ich würde euch niemals raten, oder macht es bitte nie, macht nie eure Augen zu und sagt euch, das wird schon irgendwie passen, dann kommen wir schon irgendwie rüber. Euer Gefühl muss euch Sicherheit geben, dass ihr sagt, den Table springe ich oder die Welle springe ich oder da springe ich ab und so funktioniert es. Ich würde euch definitiv empfehlen, mit Gas abzuspringen über einen Sprung. Die schnelleren Fahrer kommen mit mehr Geschwindigkeit an und probieren flacher zu springen. Deswegen springen die teilweise ohne Gas über einen Sprung. Aber für den Anfang wäre es sehr sinnvoll, mit Gas oder mit beschleunigendem Gas am Absprung zu sein und da die Absprungkante zu nehmen.
Und im Sprung würde ich einfach eine normale zentrale Position auf dem Motorrad einnehmen, vielleicht ein Stück weiter nach hinten, aber insgesamt würde ich jetzt keine wilden So-Stunts machen oder irgendwie mit dem Kopf so weit runtergehen und so springen, sondern ich würde ganz normal, ohne zu verkrampfen, auf dem Motorrad sitzen oder stehen und so über den Sprung fliegen. Ganz entspannt, ohne irgendwelche Panik, ohne irgendwelche Nervosität. So über den Sprung fliegen, wenn es passt. So, ich hoffe, meine Tipps werden euch helfen. Ich hoffe, die Saison geht bald wieder los. Alle Strecken werden hoffentlich ganz, ganz bald wieder aufmachen, damit wir wieder alle zusammen fahren können. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, wie ihr zu stehen habt oder was ihr wie machen müsst auf dem Motorrad, schreibt es in die Kommentare. Abonniert den Kanal am besten, denn jeden Montag und Mittwoch ballert Weber Werke ein paar Videos hier raus mit unseren Fahrern. Bei Fragen einfach loslegen, einfach in die Kommentare oder vor Ort zu mir kommen. Ist überhaupt kein Stress. Ganz viel Spaß euch, viel Spaß in der Saison. See ya!